Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Der Kollege Osler hat ja in allem dann recht. Danke ich Ihnen. Ja. Aber so einfach mache ich es Ihnen dann doch nicht. Herr Krischer springt schon auf und möchte in den wohlverdienten Osterurlaub. Wenn man die Anträge der Linken anschaut und auch wenn man die Rednerinnen der Opposition gesehen hat, dann kommt man ja wirklich zum Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie wirklich Verkehrspolitik in Deutschland verstanden haben, meine Damen und Herren. Sie tun ja hier so, als würde überhaupt nichts passieren. Hätten Sie mal in den Haushalt geschaut, würden Sie sehen, was es alles gibt. Und es hätte diesen Antrag vielleicht sogar überflüssig gemacht. Der Schienenverkehr für den Güterverkehr wird attraktiver gemacht. Übrigens wurden die Trassenpreise auch gesenkt. Auch kein Wort dazu. 175 Millionen sind dafür zur Verfügung. Wir haben es gehört. 8 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel, 1 Milliarde Euro GVFG-Mittel für Investitionen. Das kommt bei den Ländern an und damit kann man wirklich Geld in die Schiene und auf die Schiene bringen, meine Damen und Herren. Wir hatten dieser Tage Besuch aus der Schweiz und die Schweiz ist immer das Musterbeispiel am Schienenverkehr. Herr Gaskell war auch dabei und da haben wir auch diskutiert über den großen Vertrag von Lugano, wo wir die Voraussetzung dafür schaffen und eine leistungsfähige Zulaufstrecken auch im Zuge der NEAD und der Alpentransversalen schaffen. Auch da sind wir dran und natürlich sind wir da im Verzug, keine Frage. Aber ich will ihm am Beispiel der Rheintalbahn mal eben auch was zur Wahrheit vielleicht beitragen. Wir können über Gleisreaktivierung reden, wir können über mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene sprechen, alles richtig. Wir wollen den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Aber wenn wir auch ehrlich sind, dort, wo wir es dann machen, wo dann auch zu einer Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger natürlich das führt, da haben wir eine andere Diskussion. Und ich glaube, es ist doch gerade am Beispiel der Rheintalbahn ein Musterbeispiel dafür, wie Bund, Land, Bürger und Gesellschaft dafür gesorgt haben, dass man Projekte dann eben auch mit gemeinsamen Mitteln vorantreiben kann. Und dieser Bundestag hat 1 Milliarde Euro mehr Lärmschutz für die Rheintalbahn beschlossen. Auch das war eine gute Maßnahme, aber das braucht eben auch Zeit, meine Damen und Herren, von der Opposition. Und weil, wissen Sie was, also ich kenne Ihren Spitzenkandidaten gar nicht, ich würde mich freuen, wenn Manfred Weber wirklich das wird. Ja, das ist doch eine tolle Botschaft heute. Ja, die Reaktivierung auch und die Elektrifizierung ist ein Schwerpunkt. Auch da gibt es ganz konkrete Ziele. Bis 2025 sollen 70% des Schienennetzes elektrifiziert sein. 2000 Kilometer der Strecke soll elektrifiziert werden, kostet übrigens 10 Milliarden Euro. Und ich sage Ihnen auch, ich komme aus einer Region, wo die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke ansteht. 300 Millionen Euro für ein relativ kleines Schienenprojekt, wo wir gemeinsam Bund, Land, Herr Gastel, Land, die Landesregierung von Baden-Württemberg, übrigens ein grüner Verkehrsminister, steht da meistens auch dafür, der redet auch anders im Landtag, wie Sie hier übrigens, meine Damen und Herren von den Grünen. Und wir werden gemeinsam diese Maßnahmen umsetzen. Aber hören Sie auf, den Menschen draußen hier zu erklären, dass überhaupt nichts in der Schiene passiert. Sie erzählen den Leuten einfach nicht die Wahrheit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es ist die letzte Rede vor Ostern. Deshalb höre ich jetzt nicht mit der Osterbotschaft auf. Aber ich sage ganz ehrlich, ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest und hoffe, dass wir bei der nächsten Bahndebatte dann vielleicht ein bisschen mehr über die Qualität reden, wie nur über solche Sachen, wie Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben. Danke schön. Vielen Dank, Felix Schreiner.